hier sind überall Diakone. Hier ist es sehr dunkel. Also ist Gwyn tot, ja, die Könige. Oh nein. Da ist das nächste Bossfeier. Das Loch im Fenster haben sie repariert, ja, aber das Licht haben sie nicht angemacht. Okay, wir gucken uns natürlich noch die andere Seite an. Ja, und ihr wisst ja, welcher Bossgegner damals hier in diesen Hallen dann gewartet hat. Ornstein und Smaug. Oh, die Seite ist zu. Dann werden wir nochmal zurückgehen und uns mal die andere Seite angucken. Ich meine, wir haben alle Zeit der Welt und... die Frage ist, soll ich wieder nach jeder Folge jetzt einen Cut machen? Oder soll ich einfach durchgehend aufnehmen? Wisst ihr was? Ich werde jetzt die erste Aufnahme hier einfach durchgehend machen. Und mal gucken. Vielleicht habe ich ja dann mal ein paar Kommentare. Und für die nächste Aufnahme könnt ihr dann sagen, ob ihr das lieber mögt, wenn ich nach jeder Folge und jede Folge wieder an- und abmoderiere. Oder einfach durchgehend aufnehmen. Ich werde jetzt einfach hier ein bisschen durchgehend aufnehmen. Vielleicht noch eine Stunde oder so. Erstmal drei Folgen oder so. Mal gucken. Wow, der hat rote Augen. Rote Augen sind immer brutal. Rote Augen sind mega brutal. Okay, der killt mich. Der macht ordentlich Damage. Guck mal, wie viel ich den nur abziehe. Ja, dieser Elementarangriff, der haut mich aus der Fassung. Wow. Ganz ehrlich, bei diesen Silberrittern wäre mir das auch recht, wenn die nicht mehr spawnen. Entmutigten Ritter. Zumindest diese mit den roten Augen. Oder halt, dass die... Ja doch, die müssen nicht mehr spawnen, weil... Mit diesen Blitzangriffen und so sind die... Ah, hier geht's gar nicht weiter, okay. Okay, dann machen wir die Abkürzung auf und können danach zum Boss. Oh Gott. Ich habe doch gerade den letzten Boss gelegt. Ja, früher musste man... Im ersten Teil musste man ja dann hier... genau, hier runter. Da musste man hier runter... Zu einem Turm. Von dem Turm wieder nach da oben. Und von da hinten rum musste man dann in die große Halle rein. Und dann konnte man rum zum Riesenschmied das Tor öffnen. Oder halt auch hier durch die Halle durch und dieses Tor öffnen. Ach ja, Dark Souls ist schon so Liebe. Ja, da geht man gerne mal vergangene Teile durch. Und ich finde, Dark Souls ist auch ein Spiel. Das wird nicht langweilig. Also ich habe den ersten Teil zwar jetzt seit dem Let's Play nicht mehr durchgespielt. Aber ich habe mir auf jeden Fall viele Let's Plays noch angeguckt. Oder viele... Spielszenen, könnte man sagen. Beispielsweise von Mythos of Gaming. Fetter Sack.
So nicht. Beweis. Oh, wer bist denn du? Ah, die sind halt bloß in der Masse stark, ne? Zack, weg mit dem Diakon. Ihhh, Schneckenschleim. Schleimschnecken. Ih, die fallen ja von der Decke. Oh mein Gott, was ist das? Da versperrt noch etwas die Tür, habt ihr das gesehen? So eine riesige Spinne oder so. Ja gut, diese Schneckenviecher lassen wir mal. Wow. Was ist das? Lass mich. Renn fort, du Schuft. Ich hoffe, das ist so ein Ding, was nicht neu spawnt, wenn ich es getötet habe. Boah, hört ihr dieses... Oh, ich wollte gerade sagen, das Spiel hat sich jetzt aufgehangen. Boah, wir gehen das Ding jetzt ganz ruhig und sachlich an, würde ich sagen, ne? Das Vieh kann irgend so eine Fluchkacke. Noch nicht hektisch werden. Ich weiß halt nicht, wie viel ich dem Vieh mache an Schaden, wenn ich jetzt von oben angreife.
Aber wir können mal was anderes ausprobieren. Wir haben ja einen neuen. Wir haben ja den Drachentöter Großbogen. Sind das nicht die Drachentöterpfeile? Doch. Hat der gerade 200 Schaden gemacht? Alter. Heftiges Teil. Man muss halt bloß genug Platz haben, damit er entspannen kann, ne? Also zum Damage machen ist der nice, aber ich finde den hier halt wesentlich handlicher. Rubin von Aldrich. Oh, muss gucken, dass wir die Tür aufkriegen. Jetzt sollte ja eigentlich kein Problem sein. Da haben wir hier diesen schönen Hebel. Ja, und die Tür öffnet. Hey, du Kackvieh. Boah, das macht ja... Räum mal noch ein bisschen auf jetzt. Komischen Schleimschnecken.
Und wieder zwei tot. Ja, schön langsam kaputt zerchen. Dann klappt das auch. Zack. Ich weiß ja nicht, ob die was droppen können. Ich bräuchte noch ein zweites Falktier. Dann könnte ich beide in die Hand nehmen. Boah, da fällt noch einer vom... Wo kommen die denn jetzt alle her? Ich meine, ich töte euch, ich habe kein Problem damit. Ich sollte doch ein bisschen vorsichtig sein. Alter! Okay. Die Stacheln tun doch ganz schön weh. Nein! Verdammt! Liegen da drin 25.000 Seelen. Und hier muss nochmal zwei Silberrittern vorbei. Super. Super duper. Ah, guck, er ist auch wieder da. Das ist natürlich die Frage, die ganzen Diakone, sind die auch wieder da? Ja, Meister. Guck mal, er läuft hier Wache. So wie damals die Ritter. Also die Riesensteinritter. Oder Rieseneisenritter. Die hier überall liefen. Meine Fresse, du machst aber... Ne? Fünfter Alter, einer bringt 2500 Seelen? Beste Farming-Methode ever. Ja, die Diakone leben auch wieder. Okay. Da ist eine Truhe. Und die ist kein Mimic. Na, erst zur Scherbe. Also ich will sowieso jetzt nochmal leveln gehen. Mit den 25.000 Seelen hier. Und dann, ja, probieren wir mal den Boss, würde ich sagen. Dann mache ich, glaube ich, auch ein Päuschen. Also gucken wir uns den erstmal an. Wir schaffen den eh nicht beim ersten Mal. Und dann... Ja, werden wir ein bisschen was schnabulieren und ein bisschen so weiter zocken. Ich habe sogar mal wieder Ark ein bisschen gezockt jetzt, dadurch, dass ich kein Internet habe. Und ich hatte sogar Spaß dran.
Das hatte ich schon lange nicht mehr. Man schätzt einfach viele Spiele auch nicht mehr, weil Welcome home. man irgendwas anderes gefunden hat. So, machen wir ihn hier auf 25. Maschallah. Komm, 10 Riesen kriege ich damit. And touch the darkness. So. Dann schauen wir jetzt mal, was der Bossgegner so kann. Aber wenn das jetzt der ist, den ich gerade im Kopf habe, wo ich schon mal einen Ausschnitt gesehen habe, dann gute Nacht. Dann dauert das wieder 20 Folgen, bis wir den überhaupt mal angekratzt haben. Alter! Wie kann man so eine Reichweite haben? Junge, du hast ihn anvisiert. Du Hund! Zack. Oh, und schon wieder 8000 Seelen. So, jetzt müssen wir da mal durchrushen, ne? Das ist ein bisschen. Mit ein bisschen Übung schafft man das auch ohne Schaden zu kriegen, definitiv. Also die Diakone sind jetzt nicht das Problem. Die beiden hier. Ja, dann gönne ich mir noch einen Schluck. Puh. Bitte sei nicht so schwer. Bitte sei nicht so schwer. Bitte sei, ich bin tot. Aldrich der Götterfresse. Was bist du? Au! Kann ich bitte Ornstein und Smaug haben? Alter! Yo!
Yo! Ist aber machbar. Ja, werde ich aber nicht heute machen. Gut, Leute, ich würde dann sagen, wir haben uns mal den Boss angeguckt. Für euch geht's wahrscheinlich gleich weiter. Ich werde jetzt ein kleines Päuschen machen und wahrscheinlich auch erst wieder in der neuen Wohnung aufnehmen. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Und beim nächsten Mal gibt's dann auch eine längere Aufnahmesession. Dann gönne ich mir richtig Dark Souls 3 Feeling. Vielleicht schaffe ich es ja auch nochmal morgen aufzunehmen. Und naja, mal gucken, wie ich es schaffe. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst, wenn ihr ein bisschen was in die Kommentare schreibt, wenn ihr ein Abo da lasst, wäre es richtig nice. Und ja, vielleicht schaffen wir ja dieses Jahr die 100 Abonnenten. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn da dann auch mal ein paar Aktive dabei sind. Und ja, mal gucken, vielleicht gibt es ja ein 100 Abonnenten-Special. Andere machen 100.000 Abonnenten-Special oder 500.000 Abonnenten-Special. Und ich, yo Leute, 100 Abonnenten-Special oder was? Naja, gut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, gehabt euch wohl. Und haut rein.